Hallo Freunde des Internets auf YouTube. Nach langer, langer Zeit mache ich mal wieder ein Video, um mich zu melden, dass ich noch lebe. Ich bin ja jetzt fast schon seit einem Jahr wieder in Deutschland. Und das Letzte, was ihr von mir gehört habt, war die spirituelle Reisreihe. Und Entschuldigung, falls ich immer da oben hingucke, weil da kann man mich sehen. Ich gucke lieber da rein. Hier ist Liddy. Ich bin gerade zu Hause in meinem Dorf. Ich habe spontan beschlossen, ein Video zu machen und euch ein bisschen mitzunehmen in meinem Urlaub, den ich jetzt gerade habe, Osterurlaub. Heute ist der 9. April, glaube ich. Wir befinden uns in der Corona-Pandemie-Zeit. Das Leben ist crazy. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Genau, und nehme ich ein bisschen mit und erzähle euch vielleicht erstmal, was ich so getan habe, seit ich keine YouTube-Videos mehr mache. Ja, long story short, ich bin letztes Jahr im Mai, nee, Ende April bin ich wieder nach Deutschland gekommen, nach meiner Indienreise oder nach meinem halben Jahr Solo Travel, Mama Besuch, spirituelle Reise, was auch immer. Und dann war ich ein halbes Jahr lang arbeitslos, ja. Lilly, sag mal hallo. Nein, sie hört mich nicht. Und dann habe ich im November wieder angefangen zu arbeiten. Und seit Dezember arbeite ich in einem Gästehaus und bin sehr zufrieden damit, in Teilzeit. Genau, und habe sonst viel Zeit, meine sonstigen Projekte zu verfolgen, kreativ zu sein, Freunde zu treffen. Nur jetzt halt gerade leider nicht, weil natürlich Corona ist. Was habe ich noch? Ach, ich habe mein Buch fertig geschrieben. Also falls ihr meine Neil Island Videos verfolgt habt, da habe ich nämlich über mein Buch gesprochen. Das verlinke ich euch, das Video, in der Infobox. Da könnt ihr nochmal euch anhören, über was mein Buch geht. Das erzähle ich nämlich nicht hier. Aber ja, auf Instagram habe ich sogar schon einen Teil davon vorgelesen. Und auf dem Blog gibt es auch einen Beitrag. Also eigentlich habe ich das, was ich auf dem Blog gepostet habe, vorgelesen. Ja, ich verlinke euch beides mal. Und sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Ach so, doch, vielleicht, dass ich Single bin. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Das war nämlich auch eine krasse Veränderung letztes Jahr. Ja, nach 10 Jahren habe ich mich von meinem Freund getrennt. Kann man mal machen. War nicht schön, aber man überlebt es. Genau. Das war's erstmal. Die letzten 1,5 Tage war außerdem Lilly zu Besuch bei mir in Karlsruhe in der WG. Also ich bin in der WG gezogen. Und davor war sie, hat sie mich schon mal in der Waldstadt in meiner gemeinsamen Wohnung mit meinem Ex-Freund besucht. Und es war halt, oder ist halt so ein krasser Unterschied, weil jetzt wohne ich halt so voll in der City. Also auch nicht so wirklich, aber schon mehr als halt vorher. Und ich fand es echt ein bisschen stressig, muss ich sagen. Einfach mit dem Spazieren gehen und ja, es ist zwar nicht viel los, weil halt Corona Ausgangssperren und so sind, aber Hilfe, was ist das? Tiere. Ja, trotzdem, also ich würde mir niemals einen Hund in die Stadt holen. Wenn, ja, weil ich einfach gewohnt bin, auf dem Dorf mit Lilly hier auf der Wiese oder in Feldern zu chillen und hier tut die ganze Zeit rumrennen. Huch, ich weiß gar nicht, ob man sie sieht. Das nur noch als kleines Update. Hey Lilly! Und ja, sie rennt einfach rum, ist ein Hund. Ist jung und frei und wild. Und es ist einfach so schön. Und es ist in der Stadt halt einfach nicht möglich.
Ja. Finde ich jedenfalls. Guten Morgen, Willi. Willi, 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 Willi. So, next day. Hier ist ein Kurkuma-Orangen-Saft-Shot, whatever, von meiner Schwester. Den hat sie gestern gemacht. Und der ist ziemlich, oh, gut, sehr gesund. Und hier habe ich mir jetzt gerade... Ich switche, Moment. So, und hier habe ich mir Scrambled Tofu gemacht. Also veganes Rührei und ein Kaffee. Normalerweise trinke ich keinen Kaffee, aber wenn ich bei meinem Papa bin, irgendwie schon. Genau, das esse ich jetzt mit Brot. Lecker! Über den Kopf. Ich höre außerdem gerade dieses Hörbuch. Skeptisch betrachtete er das Türschloss. Das ist der zweite Teil davon. Den ersten Teil habe ich mal vor zwei Jahren oder so gehört. Benutzen können, war nicht abgeschlossen. Die Hühne blickte auf seine Stiefel und starrte durch beide hindurch. Caps berührte sie an der Hand. Sind hier wirklich alles in Ordnung? Sie nickte geistesabwesend. Nichts war in Ordnung. Ariel war tot, Isis vermisst. Und der Mann hatte etwas geflüstert, das nur sie verstehen konnte. Jetzt weg. Krass. Cool. Was für ein Zufall, dass ich die Kamera dabei habe. Oh, und sieht man mit dem wunderschönen Sonnenuntergang. Mal wieder. Es ist vollbracht. Ich habe mein Indien-Fotoalbum von 2019 fertiggestellt. Das heißt, es ist komplett fertig. Ja. Ganz sweet. Das da finde ich gut. Bungalow. Killer Food. Ja, heute ist Samstag, der 11. April. Genau, und ich habe noch gar nichts gefilmt. Ich habe aber auch noch nicht viel gemacht, außer eben das Fotoalbum fertiggestellt, gefrühstückt, mein Hörbuch gehört und Tiny Desk Konzerte gehört. Genau. Nachher gehe ich noch mit Lilly an den Bach und dann gibt's Abendessen und dann war es auch schon wieder der Tag.
Keine Ahnung, wie spannend dieses Video überhaupt wird, aber immerhin filme ich jeden Tag den Sonnenuntergang. Ha? Find's nicht so geil. Ist zu kalt noch, gell? Ich will, glaube ich, auch noch nicht rein. Los! Na, lassen wir es lieber. Ah, voll kalt. Oh, Lidi, du bist so süß. Ja, Holz. Wow. Jetzt bist du doch drin. Ha? Lilly. Ich habe es mir irgendwie geiler vorgestellt, in den Bach zu gehen, aber das sind voll viele Mücken und es ist voll kalt. Es ist einfach noch zu kalt, beziehungsweise noch nicht warm genug, um sich dort abzukühlen. Oder es ist einfach zu spät. Wir haben schon 7:30 oder so. Ja, die Kamera ist auch fast leer und ich habe den Ladegerät, genau, das Ladegerät bei mir zu Hause vergessen, deswegen beende ich hier auch einfach das Video, mein Ostervideo, und hoffe, euch hat es gefallen, mein kleines Live-Update, und ich werde jetzt noch versuchen, mir den restlichen verbliebenen Akku, den Sunset, zu filmen. Wünscht mir Glück!